Und da bin ich wieder. So. Melden Körper. Jetzt mal sehen. Was möchte ich denn? Ich möchte gerne. Ich habe es ja einiges an Geld zu bekommen, meine ich. Ja. Ich möchte auf alle Fälle mal mein Missionszentrum ausbauen, damit ich mehr. Ah, okay. Nee, besser ist die Ortungsstation. Und jetzt reicht's leider nicht mehr fürs Missionszentrum. Schade. Ja, oh jo. So. Auf alle Fälle nehme ich mal die Mission, erkunde den Moon schon mal mit. Das ist eine Story-Mission, deshalb schnappe ich mir die direkt. Jetzt schauen wir mal kurz, was wir denn noch machen können, um Geld zu verdienen. Beispiel hier. Im Flug über Kerbin testen. Das heißt, ich muss auf eine Höhe von 1000 bis 9000 Meter gehen. Eine Geschwindigkeit von 120 Meter pro Sekunde erreichen und ihn dann zünden. Das sieht doch machbar aus. Okay, den nehme ich mal an. So. Nehmen wir als Grundlage die Amsel 2.2, würde ich sagen. Genau. Das ist, nennen wir sie. So. Schwenker. Amsel 2.2 ist. So. Sollte ein bisschen Geld geben. So, also eine Testrakete ist. Verzichte ich mal auf die Experimentalteile hier. So, lass mal kurz schauen, was haben wir hier. Es könnte es sogar schon ausreichen, was wir hier haben. Das ist schon ein Schwenkertriebwerk, oder? Was habe ich hier? Das hier mal kurz, den Teil hier mal kurz weg, bitte. Das ist ein Autark, das tauscht. Machen hier oben auch mal kurz kleiner. Wir müssen ja nur das Triebwerk starten können. Also kann man das so leicht wie möglich machen. Und den Schwenker noch ran. Das hier wieder. 1000 bis 9000. Da könnte es sogar schon ausreichen. So. Müsste glatt fahren. Da müsste es sogar schon funktionieren. Ja. Einrasten aktivieren. Da würde ich sagen. Speichern. Dann testen wir es doch mal. Verdienen wir mal das Geld. Das zu machen. So. Und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Können ein bisschen in die Richtung mal steuern. Der Treibstoff bald zu Ende. Okay, wir sehen, es ist echt schon zu viel des Guten, was wir hier haben. Okay. Mal auf den Fahrzeugbau zurücksetzen. Mal gucken, ob es mit einem kleinen Triebwerk vielleicht auch geht. Müssen wir tatsächlich gar nicht hoch. So, hier. Schwenkertestgerät sollte doch tatsächlich ausreichend sein. Ja. Okay.
Speichern. Starten. Vollgas schon mal geben. Wieder einschalten. Los geht's. Bisschen in die Richtung steuern. Höhe erreichen wir. Wow. Das war nicht gewollt. SAS mal bitte aktivieren. So. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so sieht das gut aus. Fallschirme können wir auch schon mal starten. So. Ja, wir landen zwar im Wasser. Ein Crewbericht. Da, da bringt der nichts leider. Okay, aber wir haben diesen Test erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön, das gibt gleich wieder frisches Geld. Nach wieder zurück auf den Boden. Mal gucken, ob das Geld dann ausreicht. Ah, wir müssen immer ein bisschen Geld für die Raketen in der Hinterhand behalten. So. Und wir sind gelandet gleich. So. Mal gucken, ob ein Crewbericht von hier was bringt. Ein klein wenig was. Okay. Weltraumfahrzeug bergen. Ich sollte doch ein bisschen Geld in die Kasse spülen, die Aktion. Ja, sehr schön. Bringt zwar keine Erfahrung für Jebediah, aber sind Geld. Wie viel haben wir denn jetzt? 136.000. Sehr gut, weil dann kann man auch das Missionszentrum ausbauen. Wodurch die Flugplanung verfügbar wird, was wirklich sehr hilfreich ist, gerade bei so Orbitalsachen. Schau mal, vielleicht nochmal ein bisschen Geld verdienen. In der Runde. Was haben wir denn? Höhere atmosphärische Untersuchung durch. Nee, das sind immer die. Vor allem, das sind über 18.000 Meter. Da muss ich irgendwie mit einer Rakete fliegen, weil mit dem Flugzeug komme ich danach hin. Nimm einen Crewbericht runter. Da könnte man, wenn wir ein Flugzeug bauen, könnte man das machen. Aber die Steuerung hier mit dem Flugzeug macht echt wenig Spaß, habe ich so in Erinnerung. Keine Ahnung, vielleicht ist es besser geworden. Über 17.000 Meter, über 19.000 Meter, unter 17.000, über. Höhere temperaturmäßige Untersuchungen und Körben in der Nähe von Kerberos Scheu durch. Auf der Oberfläche Standard Alpha Beta. Aha. Ja, dann könnte man gut Geld verdienen. Bin ich gerade noch am tatsächlich ja mit mir ringen, ob ich das nicht mal machen will. Ablaufdatum in 3 Tagen. Entkoppler TD18er suborbitalen Flugbahn testen. Bringt 49.000. Festtreibstoff Booster. Ah, Hammer. Ja, da müssten wir mal gucken. Da braucht man eine leistungsstarke Rakete, muss man sich da bauen, die einem den Hammer so weit nach oben transportiert. Eine Überlegung wert. Ich kann auch 7 Missionen jetzt annehmen. Okay. Ich mach mal kurz hier ein. Die Freiheit zu speichern. Iridas 01. So. Nochmal Missionen, was? Für die habe ich 5 Jahre Zeit. Ja gut. Das nehmen wir jetzt mal an und probieren es. Der Entkoppler in der suborbitalen Flugbahn.
sollte man auch hinkriegen. Nehmen wir auch an. Das mit dem Hammer nehmen wir auch mal an. Festtreibstoff. Flo. Funke habe ich noch nicht. Nee, das habe ich das nicht angenommen, weil ich den Himmel noch nicht habe. Was ist denn, wo steckt denn der Funke eigentlich? Pudel, Skipper, Rotlocks, nee. Habe ich das vielleicht schon? Nein, jetzt Bums. Terrier, nee. Habe ich noch nicht, so wie es momentan aussieht. Antriebssysteme. Ah, hier. Flüssig, Triebwerk, Funke. Flüssig, Treibstoff, Triebwerk, Ameise. Okay, das sind in den Stufen hier. Aber ich sehe gerade, wo ich gerade hier drin bin, dass ich nochmal wissenschaftstheoretisch ausgeben könnte. Lohnt es sich? Was heißt denn das hier? Experimentell? Warte mal. TD. Ah, ein Koppler TD18. Okay, verstanden. Nein, da wollte ich doch gar nicht rein. Also, dann muss ich das wohl oder übel nehmen, weil ein Koppler TD18 Forschung. Okay. Gut, was probieren wir dann? Wie groß ist denn dieser? Ja, TT18 ist wohl eine Nummer größer. Okay. Öffnen. Nicht speichern. Der automatische Speicherung. Die automatische Speicherung löschen, bitte. So, ich glaube. Erst Schwenker, genau. Ich glaube, dazu nehme ich mal die hier. Hoppla TDR den testen. Mach ich das denn am besten? Stufe größer. Ich stelle mich Adapter oder sowas, oder Bauteile, die schon der Größe arbeiten. Adapter Rocomax. Hä? Was sie das verstehen? Ist kleiner. Die Größe ist an der 25er der richtige, oder? Ja. Okay, gibt es denn was in dieser Größe eigentlich? Ja. Aerodynamik vielleicht? Nee. Boden? Nein. Hitzeschild haben wir auch nur die normalen Größen. Ist das hier alles vielleicht die entsprechende Größe? Mal kurz checken.
TD25? Nee, das ist auch größer. Nee, TD18 wollte ich sehen. Ja, ist auch größer. Eine ganz seltsame Zwischengröße, die keiner braucht. Vor allem, wo ich keine Bauteile habe, die da hinpassen. Okay. Ja, dann machen wir es was anderes erstmal. Nochmal die Hammer und die Flotes. 44.000. Das sollte ich eigentlich mit denen auch hinkommen und die Geschwindigkeit sollte auch reichen. Okay. Ich docke euch mal wieder an. Dann entfernen wir mal die. Oh. Entfernen wir mal die unteren Teile. Warte mal. Oh nee, die sind. So, sind sie richtig. Muss ich gleich beim anderen auch verbessern. Öffnen. Kurz mal eine muss mal kurz eine Verbesserung machen, weil die sind nämlich an einem Schwenkertriebwerk festgemacht. Das ist natürlich ungünstig. So. Jetzt sind sie sicher nicht mehr an. Schwenker festgemacht. So. Speichern. Ja, sehr gut. Speichern. Öffnen. So. 3.1, die habe ich schon. Okay, das ist jetzt brechen. Das ist Testhammer. Testhammer. Hier muss ich, kann ich den Floh nicht vielleicht gleich mittesten? Der muss bei 22.000 Metern. Ja, ganz schön in ordentlichen Geschwindigkeit. Okay. Mal das hier. Nein, eins tiefer. So, dazu braucht man nicht. Dafür kommt hier der Hammer drauf. Ja, Hammer. Entkoppler. Sieht auch schon ganz gut aus. Speichern. Ist ja auch interessant. Es könnte fast schon zu viel sein. Das könnte man wahrscheinlich sagen. Ach. Ach, was soll's. Ich starte einfach mal damit. Schauen wir, ob es klappt. Genau, nochmal kurz die Stufen prüfen. Ja, dann startet das hier. Okay. Dann aktivieren wir mal dieses hier. Kerbin, suborbitale Flugbahn. Nee, das war's nicht. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich den am besten teste. Ich möchte erst einmal den Hammer testen. 44.000 bis 48.000 Meter, 240.000. Okay. Ah, sehr schön. Das sieht man hier, dass der
Hat hier auch die andere sich anders stabilisieren. Sehr gut. So. Das ist der Schub. Kann schon ein bisschen auf die Schräge gehen. Dann zweiter. Okay. Titzern mich selbst viel zu viel des Guten. Loop zurücksetzen, wie ich mir fast gedacht habe. Hier werden die entfernt. Die Entkoppler werden auch entfernt. Die hier werden nach unten verlegt. So. Hier. So. Sehr gut. Speichern. Und starten. Ich glaube, damit müssten wir echt gut vorankommen. In die richtige Höhe. Und ich würde sagen, es kann auch mal losgehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Eigentlich reichen die zwei sogar schon aus. Okay. Zurücksetzen. Fahrzeugbau zurücksetzen. Ich würde es ja lachen, wenn es tatsächlich ausreicht. Beim Hammer unten ran kloppen. Sollte es etwa ausreichen für diesen Test? Ach, SAS aktivieren. Aber ob ich da noch 240 km/h bei 400, bei 44.000 Metern habe, wage ich doch stark zu bezweifeln. Nee. Wieder auf den Fahrzeugbau zurücksetzen. Das war jetzt wiederum zu wenig des Guten. War doch eine kleine Flüssigtreibstoffeinheit dran. Bisschen der billiger oder leichter ist und mehr kann. Ne? Okay, interessant. Läuft bei Kerbal Space Program normalerweise nicht so. So. Als Stopp habe ich hier auch einen Koppler.
So, hier ran mit euch. Dann nehme ich die hier. Aber Augenblick. Ein Koppler, war eine Kopplung waren hier, genau. Noch zwei. So. Dann die kleinen Triebwerke Flo. Was ist denn jetzt schief gelaufen? Die Flo-Triebwerke. Noch die Kappen draufsetzen. So, das hier sah schon gut aus. Okay. Speichern. Die Stufen prüfen. Die kann hier direkt hier rein. Nee, die starte ich bei Bedarf. Okay. Dann würde ich sagen. SAS an, Versuch Nummer 4. So, gleich ist schon Treibstoffe da aus. Abkoppeln. Erstmal gucken, ob wir damit hoch genug getrieben werden. Das ist immer ein extremer Balanceakt in dem Spiel. Ich mal anmerken. Ich glaube nicht, dass es reicht diesmal. Nee, jetzt sind wir gleich in der Geschwindigkeit, wird das wieder drunter. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Vielleicht doch die anderen. Vielleicht doch die Hammer. Da oben drauf. Speichern. Okay, sehr gut. Dann wird es noch ein Versuch, würde ich sagen. Diesmal hoch genug kommen. Genau. Wir versuchen hier diese Mission hier zum Mal hinzubekommen. Das Feststofftreibtriebwerk Hammer auf 44.000 Meter zu testen. Und Versuch Nummer 5. Nach Stabilität ein. Ein bisschen die Nase beugen, schadet nicht. Ja, mal kurz gucken. Kann man hier auf Vollgas gehen? Ah, das sieht schon besser aus. Wir es auch hinbekommen diesmal. Die Geschwindigkeit reicht, um uns in die Höhe zu bringen und auch vor allem entsprechend abzubremsen. Wir müssen ja auch
240 Meter wieder runtergehen. Und abrennen. Nicht allzu viel zu verlieren. Lass mal kurz gucken, mal sehen, vielleicht ob man bis dahin. Ansonsten muss man die oberste Stufe noch ein bisschen anpassen. Nein, ich möchte es gerne bitte oberflächenbezogen sehen. Ja, nee, das sind wir eindeutig zu schnell. Verdammt! Verdammt! Okay, nochmal auf den Fahrzeugpfad zurücksetzen. Ich würde sagen, wir nehmen uns da mal. Aus wie vielen besteht das hier? Ich glaube aus einem. Genau, dann nehme ich mal den Tank hier vor. Du brauchst ungefähr nur so viel. Speichern. Ich lasse die Größe einfach mal, weil die Rakete so relativ stabil ist tatsächlich. Okay. Und Versuch Nummer 6 oder 7, bin mir selber nicht sicher. So. 3, 2, 1. Mal sehen. Was diesmal hinbekommen. Verdammter Käse, verdammter. Unfassbar. Es geht los. Abtrennen. Vollgas geben. Ach, schon wieder vergessen, Vollgas zu geben. Und ich habe natürlich das SAS wieder vergessen anzuschalten. Stufe abbrennen. Ah, das sieht schon besser aus. Von dem, wie viel wir normalerweise je Höhe verlieren. Ich gehe schon mal in eine Position, dass ich mal irgendwo anders lande. So. Das könnte was werden. Nein, nicht die Umlaufbahngeschwindigkeit, die Oberflächengeschwindigkeit will ich sehen. Auf 330 müssen wir runterkommen und auf mindestens 44 sein. Ja, wir dürfen nicht nur 240 sinken. Und Bingo! Bingo Bongo! Geschafft! Gehen wir mal ein bisschen nach unten. Na gut. Gut gemacht, Körbe. Oh, was passiert denn jetzt? Koppeln bitte. Wo ist denn meine? Ah, hier. Die Richtung bewege ich mich. Und Eintritt. Die Atmosphäre. Wie sieht denn meine Flugbahn bitte aus? Ah, ich habe noch gar nicht den höchsten Punkt erreicht. Das ist ja lustig. Oder? Welche Richtung bewege ich mich? Ja, ich habe noch den höchsten Punkt noch nicht erreicht. Oh Mann. Einmal wieder was Neues hier. Ah doch, ich habe den höchsten Punkt erreicht. Ich werde erst demnächst landen. Na warte mal, ich kann doch den hier einfach automatisch ansteuern lassen. Da muss ich mir gar keine Gedanken mehr dazu machen. Dann halt die Fallschirme zünden, alsbald es ungefährlich ist, die Fallschirme zu zünden.
No. Und die anderen, die... Oh. Oh, da ist ein Fehler beim Remontieren passiert. Egal, dürfte hoffentlich nicht allzu dramatisch sein. Mal gucken, ob ich einen neuen Crewbericht habe. Ja. Bei 2200 müssten. Nein, müssen wir einfach falsch gehen. Ja, sehr gut. Gut, dann sind wir gleich gelandet. Haben den einen Test hier geschafft. Sehr gut. Bringt wieder frisches Geld ins Haus. So, das war's für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und schaut euch die anderen Videos darauf an. Ich streame zudem auf Twitch. Alle Links zu diesem und anderen Social Media Kanälen findet ihr in der Kanalinfo. Schaut gerne vorbei. Ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.